Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch eine richtig tolle Inspiration für die Feiertage oder einfach so mal für euren Frühstückstisch. Ich bereite heute eine Frühstücksplatte zu mit verschiedenen Aufschnitten und Käsesorten. Vielleicht braucht der ein oder andere mal morgens eine Idee, wenn man mal viel Besuch bekommt. Und wenn ihr gerne wissen wollt, wie man sowas zubereitet, dann müsst ihr jetzt einfach dranbleiben. Ich komme jetzt zu den Zutaten, die ich dafür verwenden werde. Ich habe hier so viele verschiedene Dinge im Kühlschrank gehabt und daraus werde ich jetzt etwas Tolles zubereiten. Wundert euch nicht, wenn ihr im Hintergrund. Und das sind die folgenden Zutaten, die ich zu Hause hatte. Ich hoffe, das ist jedem klar, was ich da habe. Dann fasse ich das Video ganz kurz, so kurz wie es geht. Ich habe verschiedene Marmeladensorten, Schokoladencreme, Honig gibt es auch, Frischkäse, Salami, Frischkäsescheiben, Blaubeeren, verschiedene Wurstsorten, Cornichons, Oliven, Mozzarella und auch Brezeln, die passen auch ganz gut. Wer mag, kann natürlich auch Salzstangen verwenden. Außerdem habe ich Weintrauben und wie gesagt Paprika, Obst. An Obst habe ich Birnen, Kaki und Kiwi, außerdem Tomate, Gurke und verschiedene Buttersorten und etwas Kresse zum Verfeinern. Nun beginne ich mit dem Video und dafür werde ich jetzt den Rucola nehmen und auf jeden Fall waschen und säubern und gut abtrocknen. Den Rucola habe ich jetzt schon gewaschen und den platziere ich jetzt einfach auf meine runde Holzplatte. Ich habe mir heute extra zwei Holzplatten genommen, weil ich weiß, dass ich mit einer nicht auskommen werde. Leider ist mein Mikrofon jetzt ausgefallen und ich mache das jetzt anders. Ich hoffe, ihr hört mich weiterhin super, so wie vorher auch. Ich habe meinen Rucola zunächst gewaschen und gründlich gesäubert und getrocknet auf Krepppapier und habe das jetzt auf meiner Platte platziert und gebe dann etwas obendrauf. Ich habe so viel Auswahl. Als erstes habe ich mich für einen Käse entschieden, den ich oben drauf geben werde. Das Tolle an diesem Käse ist, da sind verschiedene Geschmäcker immer mit dabei und ich hatte einfach viel zu viel Auswahl gehabt und wusste selber nicht, was ich als erstes nehmen soll und hoffe, dass die Platte euch im Anschluss nachher auch gefällt. Ich habe mir jetzt die Gurke genommen und nehme da so einen Kartoffelschäler. Eigentlich macht man damit Kartoffelspalten oder auch Gitterkartoffeln. Das kann man aber auch ganz gut für Gurken benutzen. Ich zeige euch mal gleich, was für eine tolle Form die Gurke dann hat, wenn man die geschnitten hat. Und die kriegt dann so eine richtig tolle geriffelte Form. Das sieht dann richtig gut aus und hier seht ihr das, finde ich, sieht sehr appetitlich aus. Jetzt nehme ich mir so kleine Gläschen und werde da Oliven reingeben. Die Oliven sind in Öl eingelegt und deswegen gebe ich die ganz gerne in so kleine Gläschen hinein. Somit kommt keine Flüssigkeit auf die anderen Zutaten, weil nicht jeder mag gerne Oliven und den Geschmack. Deswegen sieht das auch ganz gut aus in diesen kleinen Gläschen. Jetzt nehme ich mir diese Frischkäserolle. Die ist in Pfeffer gewälzt und die sieht sehr toll aus. Die ist so gezwirbelt bzw. Wenn man die anschneidet, hat sie so eine rundliche Form und da schneide ich immer gerne die ersten zwei Stücke ab und platziere das dann direkt vor dem Frischkäse. Jetzt nehme ich mir so kleine Geflügelrollen. Das ist so ähnlich wie, das ist eine geräucherte Salami im Geflügelgeschmack. Und diese werde ich ebenfalls in so kleine Gläschen geben, am besten, damit dieser Salami-Geschmack keine anderen Zutaten
mit keinen anderen Zutaten in Berührung kommt. Das platziere ich jetzt auch direkt neben dem Käse und so verfahre ich jetzt nach und nach mit allen gewünschten Zutaten. Um diese Geflügelwurst ist immer eine Folie. Die Folie entferne ich natürlich. Das sieht einfach appetitlicher aus. Nun nehme ich mir wieder etwas Rucola und platziere den auf meiner Platte und gebe jetzt etwas Wurst, also besser gesagt Hähnchenbrust, darüber. Diese kann man immer schön aufrollen. Natürlich geht das mit zwei Händen immer am besten. Jetzt ist mir da etwas leider gerissen, aber das macht überhaupt nichts. Ich mache das jetzt mit zwei Händen weiter und forme das dann genau so und gebe das dann auf den Rucola oben drauf. Und was ich sagen wollte, ich habe richtig Spaß an diesen Platten und der Zubereitung von solchen appetitlichen Frühstücks oder Snacks oder einfach süßen Platten. Die Herstellung macht mir einfach super viel Spaß und ja, wie gesagt, das Endresultat seht ihr ja nachher. Im Hintergrund seht ihr immer wieder meine Tochter, die Große mit dem Kleinen herlaufen. Das fällt mir jetzt gerade auf, aber das macht ja überhaupt nichts. Sie ist eine tolle Babysitterin. Den Frischkäse in Scheiben, den nehme ich mir jetzt aus der Packung heraus. Der ist immer so schwierig voneinander zu lösen. Ich finde auch, so sieht er am besten aus, wenn man den direkt so platziert. Wenn ich den jetzt quasi auseinandernehmen würde, dann wüsste ich auch gar nicht, wie ich den formen sollte, weil wenn man den jetzt verbiegen würde, dann reißt der direkt und deswegen habe ich den auch so direkt auf mein Holzbrettchen gegeben oder auf meine Holzplatte. Jetzt nehme ich mir noch ein paar Blaubeeren. Diese sind natürlich gewaschen und gesäubert. Die gebe ich auch in ein kleines Gläschen und platziere diese mittig. Diese Platte soll vielfältig sein und jeder soll davon etwas haben und auch mögen. Jetzt nehme ich mir die Salami. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir die große Salami nehme, aber das mache ich dann lieber doch nicht. Ich nehme mir die kleinen, weil daraus kann man richtig tolle Salamirosen machen. Ich habe jetzt einen Trick mit einem Glas. Vielleicht mag der ein oder andere sich diese Inspiration für sich anzunehmen. Da könnt ihr dann jedes x-beliebige Glas nehmen. Am besten nimmt man eins mit einer etwas schmaleren Öffnung. Ich habe hier ein türkisches Teeglas genommen und überlappe jetzt die Salami nach und nach. Die Bilder sind aber für sich selbst erklärend. Gleich seht ihr dann, was ich meine und wie die Rose dann aussieht, also die Salami-Rose. Das wird ein richtiger Hingucker. Und je dünner die Salami ist, desto schöner sieht die Rose aus am Ende und dementsprechend hält die auch besser. In meinem Fall hat die auch gehalten, allerdings waren die Salamischeiben etwas dicker, aber beim nächsten Mal nehme ich auch eine, die feiner geschnitten ist. Jetzt drehe ich das Glas einfach um und schaut mal, was für eine tolle Salamirose entstanden ist. Ich finde, die sieht richtig gut aus. Und hineingeben könnte man eine Olive. Das sieht dann aus wie eine Blüte in der Rose. Auf jeden Fall kann man noch mehrere Rosen zubereiten, so wie man mag. Und jetzt nehme ich mir ein paar Cocktailtomaten, gefüllte Cocktailtomaten. Das sind sogar Kirschtomaten und diese esse ich besonders gerne, wenn sie nicht zu scharf sind. Die haben eine Frischkäsefüllung und die platziere ich dann jetzt um die Rose herum.
Nun nehme ich mir ein paar Brezeln, diese gebe ich auch in ein Gläschen und werde diese dann auch auf der Platte platzieren. Ich finde, Brezeln schmecken immer richtig lecker. Die kann man auch zum Frühstück essen und in Frischkäse eindippen oder auch einfach so snacken. Nach dem Brezeln nehme ich mir jetzt ein paar Käse, Babybells. Diese werde ich auch auf meinem Teller platzieren. Und ich finde, die sehen immer lecker aus. Irgendwie mag man die und die sehen auch richtig toll aus. So, jetzt fehlt noch etwas Frischkäse, etwas zum Bestreichen für die ganzen Grundzutaten, für die Brötchen oder das Brot, wie man mag. Den Frischkäse, den nehme ich mir jetzt mit Hilfe eines Teelöffels und gebe diesen direkt in kleine Gläschen. Das sieht immer ganz gut aus und man kann diesen überall platzieren und jeder mag Frischkäse aus unserer Familie. Jetzt habe ich noch ein bisschen Leberwurst, so im Mini-Format, und ich werde diesen jetzt auch platzieren, überall verteilt. Ich komme jetzt langsam dem Ende hinzu. Die Platte wird immer voller und ansehnlicher und die Kinder können es kaum erwarten, von der Platte zu naschen. Ich finde, jetzt schon sieht sie super toll aus. Jetzt verteile ich noch ein paar Gurkenscheiben überall. Mir persönlich fehlt jetzt noch etwas Gemüse auf meiner Platte. Deswegen schneide ich jetzt noch ein paar Tomaten und Tomaten und Mozzarella in Kombination miteinander schmecken immer super lecker. Kann man zu allen Tagesmenüs essen und das werde ich jetzt so fächern. Ist auch super schön und sieht sehr appetitlich aus und das lege ich dann auch auf meinem gewaschenen Rucola. Jetzt nehme ich mir noch so kleine eingelegte Gurken, diese Cornichons, die schmecken immer ganz lecker. Diese gebe ich ebenfalls in ein kleines Gläschen und damit vermeide ich, wie gesagt, das habe ich jetzt schon, glaube ich, zweimal gesagt, damit die Zutaten sich nicht beißen bzw. die Flüssigkeit auf die anderen Zutaten kommt. Ich hoffe, ich langweile euch nicht in diesem Video. Weil ich musste sehr leise sprechen, das Baby schläft im Hintergrund und deswegen wollte ich das nicht wecken und muss das heute so machen. So, jetzt nehme ich noch etwas Obst und zwar besser gesagt Trauben. Ich hatte helle und dunkle. Ich wasche die Trauben und trockne diese ab und platziere die jeweils an allen Ecken oder auch mittig. Und an dieser Stelle habe ich persönlich für mich selbst entschieden, dass ich keine zwei Platten zubereite. Die Kinder hatten zwischendurch schon anderes gegessen und das wäre dann viel zu viel für uns gewesen. Und deshalb bleibt es heute bei einer Platte. Vielleicht zeige ich euch nächstes Mal eine andere Inspiration für eine andere Platte. Das kann eine Snackplatte oder so werden. Jetzt nehme ich mir eine Paprika, schneide wirklich nur eine Scheibe und ganz dünne Streifen heraus. So, ihr Lieben, ich bin nun mit meiner Platte fertig und so sieht das Endresultat aus. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Entschuldigt mich, wenn der Ton heute etwas anders ist. Ich finde, die Platte kann sich echt sehen lassen. Von allen Seiten sieht sie super aus. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und jetzt schon bis zum nächsten Mal.